Es ist Boss-Time bei Let's Play Rockman Exhaust mit Hatsune Miku. Und als nächstes gehe ich mal hier hin. Wer wartet hier? Bubbleman, Herr der Seifenblasen. Metal Blades rausgeholt und ab dafür. Mach keine Faxen, Kollege, ja? Dann kriege ich das auch möglichst schnell über die Bühne hier. Nein, nicht Quitman! Bitte, der Flash-Stopper muss effektiv sein. Ja, er zieht ihm Energie ab. Super. Yay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Okay, den Rest muss ich so machen. Ah, okay, ich kann ihn also nur treffen, wenn er springt. Puh, das hat ja problemlos geklappt. Jetzt, wo der Boden gerade ist, hast du nicht mal so einen Vorteil, ne? Wer ist hier? Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss ja. Wer ist hier? Es ist Crashman! Was war gegen Crashman effektiv? Also ich hatte ja keine Waffe gegen Crashman. Was kann ich denn mal benutzen? Quickman? Oh, wenn ich ihn treffe, macht es doch gut Schaden. Jo! Jetzt mal ehrlich, was ist das für eine blöde Waffe? Man kann so gut wie nichts damit treffen. The next one is Metalman! Ob er immer noch schwach gegen die Metal Blades ist? Was für ein spannender Kampf, ey. Rums, 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 rums. Super. And the next one is Flashman! Was gegen die effektiv? Ich glaube, Woodman war gegen noch nichts effektiv, oder? Probieren wir es aus. Oh! Oh, Flashman. Oh, es sind Blätter. Nein, ich mag die Natur doch nicht. Okay, jetzt ist nur noch Heatman übrig. Und der ist auch schwach gegen die Crash Bombs. Komm her, Hitzemann. Ach, Mann. Nein! Setz dich dann ernst, oder? Shit, wie viel habe ich denn noch? Na gut, ein paar habe ich noch. Ach Mann, du bist doof. Ja, geht doch. Geht doch, geht doch. Nein, jetzt kommt das Duell mit dem Meister persönlich. Ach, scheiße. Okay, ein Leben habe ich noch. Erstmal gucken, ob ich es mit den Metal Blades machen kann. Ja, es geht ganz gut, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Der Teil ist da einigermaßen einfach. Einigermaßen. Aber ich möchte jetzt nicht meine Metal Blades verstellen, sonst habe ich gleich nicht mehr genug. Er hat ja auch noch eine zweite Phase, von daher. So, jetzt aber. Wily, das ist dein Ende. Okay. Ja, besiegt, besiegt. Aber er haut ab, der Feigling. Nein, das kann er doch nicht machen. Und der Boden explodiert. Nein. Das heißt, es geht noch weiter. Es ist doch nicht vorbei. Und abwärts. Hä? Oh, die Intro-Mucke. Kommt jetzt noch irgendwas Spannendes? Hallo? Nein, nicht du, ey! Alles nur nicht du, Mann!
Toll. Ah, E-Kiste. Ja, E-Kiste. E-Kiste. Okay, da liegt jetzt noch ganz viel Waffenmunition rum. Also aufladen, was es zum Aufladen gibt. Vorsicht, ich will das da noch nicht einsammeln. Ja. Ich glaube nicht, dass wir die Zeitanhaltefähigkeit nochmal brauchen. Links oder rechts? Ich gehe links an. Ja! Okay, jetzt nur noch rüber. Nicht mehr über das... Ach nee, nicht die Gülle da oben. Tropf. Tropf. Okay, und die Plattform komme ich also doch nicht weiter. Aber das ist kein Problem. Tropf. Tropf. Na, ich habe ja noch Item Nummer 2. Nein, ich bin auch genau rein, ey. Und nochmal rein. Nochmal genau rein. Okay, den werde ich sowieso jetzt nicht mehr besiegen. Ja? Wily! Oh mein... Er wird zu einem Kristall? Okay. Da ich ja sowieso gleich sterbe und dann die E-Kiste wieder einsammeln kann, benutze ich jetzt mal. So kann ich zumindest schon mal gucken, gegen was er schwach ist. Im Original waren es ja die Seifenblasen. Vielleicht sind es dies ja immer noch. Ne, die sind es nicht. Quickmans Waffe? Ich glaube nicht. Airman? Airman auch nicht. Heatman? Auch nicht. Crashman vielleicht. Yo, Crashman ist es. Aber den krieg ich bestimmt nicht mehr besiegt jetzt. Nee, krieg ich nicht. Und der normale Schuss geht ja, glaube ich, nicht. Nee, das füllt ihn wieder total auf. Also töte mich mal. Kill me! Mein Leben ist wertlos. Game over, aber das macht ja nichts. Ich brauche jetzt auch kein S-Wort mehr, ich brauche nur ein Continue. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Schnitt und in der nächsten Folge kommt es dann hoffentlich zum Grande Finale. Also, wir sehen uns.